Wenn wir etwas wollen, braucht es Orte, Zeiten, Räume. Alles, was in der Pause passiert, hat nicht so eine Wirkung wie das, was strukturell im Unterricht und so verankert ist. Ja? Und deshalb bei uns selber fängt es an, Räume schaffen, wo wir uns gegenseitig gut tun. Zum Beispiel Wertschätzungsrunden, auch im Kollegium. Ja, wofür bin ich dankbar, was ich dir noch sagen wollte und so weiter. Damit fängt es ja an. Und da ist oft ja gar keine Zeit für, aber sich diese Zeit zu nehmen, damit wir das überhaupt selber erleben. Weil wir haben ja im Kopf abgespeichert, sehr, sehr viele, es geht um Stoff. Und jetzt soll es auf einmal um Mensch gehen. So, und da musst du erstmal daran glauben und das spüren.